Einen wunderschönen, liebe Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es wieder um Bildbearbeitung und zwar um Lightroom Presets. Ich bin jetzt hier an meinem Laptop und habe ein Bild offen vom Peyto Lake, heißt der, glaube ich, in Kanada. Ein sehr, sehr beliebter Touristenspot. Wir waren da gerade auf der Durchreise, das heißt jetzt auch nicht optimal fotografiert, ja, also in optimalen Lichtbedingungen. Trotzdem ein cooles Bild, eigentlich auch ein cooles Urlaubsbild, so ein Erinnerungsfoto, wie man das gerne haben möchte. Aber für mich persönlich noch ein bisschen zu langweilig. Ich könnte da jetzt viel rumbearbeiten mit Luminanzmasken und so weiter. Das mache ich eher bei ausgefalleneren Shots. Bei so einen Shots, ich nenne sie ja so Schnappschüsse fast schon, mache ich eine andere Bearbeitung und zwar arbeite ich mit Presets. Was sind überhaupt Presets? Darum soll es in diesem Video gehen. Wie benutzt man Presets und wie legt man sich vielleicht auch schnell ein eigenes Preset an? Darum geht es viel, viel ausführlicher. Fast eine Stunde werde ich das erklären im Videokurs Lightroom Presets. Da gibt es dann auch meine Presets mit dazu, die man jetzt hier zum Beispiel sieht und die wir auch gleich hier auf dieses Bild drauflegen werden. Dazu auch noch Bilder, die man jetzt hier unten zum Beispiel sieht. Also ich komme gerade aus der Aufnahme des Videokurses und werde einfach mal kurz jetzt für die YouTube-Welt quasi erklären, was eigentlich Presets sind. Also Presets, wo findet man sie? Ganz einfach auf der linken Seite, wenn man im Entwickeln-Dialog ist, das heißt hier oben Entwickeln. Ich habe hier die Vollbildansicht gewählt mit Shift und Tabulator. Wenn man die drückt, ich habe es im Lightroom-Tipps-Video auf YouTube schon mal erzählt, kann man einfach drücken, wenn man zum Beispiel jetzt am Laptop arbeitet, dann wird das Ganze ein bisschen größer. Auf der rechten Seite jetzt hier die Leiste eingeblendet mit der Bearbeiten-Oberfläche. Das kennen die meisten wahrscheinlich schon. Und auf der linken Seite, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal benutzt, vielleicht auch nicht, findet man die Vorgaben, heißen sie auf Deutsch. Und ich weiß nicht, warum es in Lightroom Vorgaben heißt. In Camera Raw heißt es Voreinstellung, auf Englisch heißt es Presets. Und mit dem Wort möchte ich mich jetzt auch einfach das Ganze weiter benennen. Das heißt, es sind Presets, Voreinstellungen, Sachen, die ich schon mal auf dem Bild quasi raufgelegt habe. Das heißt, ich würde zum Beispiel ein Bild bearbeiten, ich sage ein bisschen Kontrast hoch, ein bisschen vielleicht Licht darunter, vielleicht ein bisschen Tiefen hoch, weiß, schwarz, vielleicht ein Weißabgleich ein bisschen anpassen. So, das hätte ich jetzt gemacht in einem Bild und damit ich das nicht zum Beispiel jetzt immer machen muss, in einem Monat, wenn ich mich wieder ransetze oder ich weiß, ich bin in 3 Monaten wieder weg und habe immer so ungefähr die gleiche Bearbeitung, dann würde ich mir dieses Preset, diese Voreinstellung speichern. Das geht einfach hier links, da muss man einfach ganz hoch scrollen, bis hier dieses Wort erscheint, dann einfach auf das Plus-Symbol drücken, dann kommt hier ein Dialog, dann kann man auch noch auswählen, was man alles anwählt für verschiedene Einstellungen, die man so gemacht hat. Man kann das sogar mittlerweile auch mit Verlaufsfiltern, mit Radialfiltern und so weiter alles auswählen. Das ist sehr, sehr cool. Und dann gibt man einen Namen dafür ein und einen Ordner noch, wo das Ganze rein soll. Diese Ordner findet man hier auch hier. Es gibt Presets zum Beispiel, wie bei mir im Videokurs, kostenlos mit dazu. Es gibt aber auch Presets, die man erwerben kann. Zum Beispiel Viscofilter ist ein bekanntes Preset. Es ist sehr cool, ist aber auch relativ teuer für das, was man am Ende hat. Man hat dann auch ein paar Voreinstellungen, die man sich eigentlich selber basteln kann. Es gibt aber auch noch Presets, die immer in Lightroom schon mit dabei sind. Zum Beispiel Schwarz-Weiß-Vorgaben oder allgemeine Vorgaben, einfach wenn man mal ein bisschen Kontrast anheben will oder was auch immer und man sich nicht so gut auskennt mit den Reglern, kann man das auch über die Presets machen. Ich bin ja ein Verfechter dafür, zu wissen, was man tut. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass das Preset einfach tut, was es tut, nämlich ein Klick Bildbearbeitung. So nenne ich das Ganze. Ja, man kann mit einem Klick ein Bild sehr, sehr cool bearbeiten. Ja, man kann tolle Effekte erzielen. Eigentlich ist es ein bisschen wie Instagram-Filter oder wie Facebook-Filter zum Beispiel. Also man legt einen Analog-Look zum Beispiel darauf, einen Film-Look darauf und das Ganze sieht dann ein bisschen ansprechender aus und nicht so langweilig wie vielleicht das Bild, was aus der Kamera rauskommt. Okay, um das Ganze dann natürlich effektiv anzuwenden, wählt man jetzt einfach, sagen wir, das ist das Bild, würde ich jetzt einfach hier rüberfahren über die Presets, die ich mir schon irgendwann mal angelegt habe und das sind wie gesagt die aus dem Videokurs jetzt, die auch mit dabei sind und schaut, welches Bild oder welches Preset mir gefällt, das zum Beispiel nicht, das wäre mir jetzt zu bunt dafür. Das sieht eigentlich schon mal ganz cool aus, das ist schon so ein schöner Vintage-Look irgendwie, aber das hier gefällt mir noch besser. Das passt gut zu der Landschaft, das passt schön zu den Farben, das sieht richtig irgendwie fast so aus wie Wüste hier irgendwie so drauf. Das ist irgendwie ein krasser Look, macht man jetzt hier noch irgendwie Schrift drauf, dann ist es richtig Knaller, ja, so ein richtiges Hipster-Teil. Kann man super benutzen. Also passt wunderbar zu diesem Bild. Jetzt gibt es aber eine wichtige Sache mit Presets und zwar, man sollte Presets nicht einfach mit diesem einen Klick beibelassen. Es gibt manchmal Bilder, da funktioniert das super, wenn man immer gleich fotografiert, immer in der gleichen Situation, wie ich hier zum Beispiel.
ISO 100, 16 mm, Blende 9, Hundertstel, knalliger Sonnenschein, Sonne im Rücken und so weiter. Beziehungsweise sie kam, glaube ich, von, wo kam sie? Ich glaube, sie stand von ganz von oben, weil man sieht hier ja die Schatten der Wolken. Auf jeden Fall, es war hellichter, strahlender Sonnenschein. Würde ich jetzt das gleiche Preset auf dem Bild in der Abendsonne legen, würde es anders aussehen. Auf Studio Blitz anders aussehen. Available Light Indoor mit diffusem Licht, es würde anders aussehen. Das heißt, man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass man einfach hier draufklickt und es geil aussehen wird, immer. Sondern man muss hier dann noch ein paar Anpassungen machen. Das ist wichtig, dann zu verstehen, wann und wie man welche Anpassungen macht. Und dann kann man frei sein, dann kann man einfach kreativ sein. Ich lege mir manchmal auch Presets einfach nur an, ganz simple Presets, zum Beispiel einfach nur Grundeinstellungen quasi in der Kamera, die ich bei jedem Bild immer mache. Hier ist zum Beispiel Vintage Warm Landscape. Ich habe das gar nicht auf diesem Computer drauf, merke ich gerade. Doch hier Landscape Standard, das ist das Normale. Das heißt, das sind einfach ganz normale Einstellungen, die gemacht wurden. Einfach ein bisschen Kontrast angehoben, ein bisschen chromatische Aberration entfernt, nochmal ein paar Kameraeinstellungen, ein paar Farbeinstellungen und so weiter. Und das will ich bei jedem Bild eigentlich machen und das mache ich sofort drauf auf die Bilder, wenn ich sie mir ausgewählt habe. Das heißt, ich mache in Lightroom eine Auswahl und dann wähle ich mir komplett die Bilder, dann nehme ich komplett die Bilder und lege direkt diese erste Preset-Einstellung drauf, quasi eine Grundoptimierung und würde sie dann weiter bearbeiten, beziehungsweise in Photoshop weiter bearbeiten. Das kann man natürlich auch mit unendlich vielen Bildern machen, wenn man zum Beispiel jetzt Porträts fotografiert oder Hochzeit, Reportage, was auch immer fotografiert und man da immer einen bestimmten Look drauf haben möchte, gerade so ein Vintage-Look sehr angesagt, dann kann man da natürlich einfach den einen Vintage-Look auf alles drauflegen und dann Feinanpassungen nochmal machen, zum Beispiel bei jetzt sagen wir 100 Bildern hier unten, da gehst du einfach dann die Bilder durch und sagst, yo, hier, da möchte ich noch das, sagen wir zum Beispiel, wir nehmen mal das hier, ja, und dann gucken wir hier, ah, komm, Vintage, eben hatten wir Vintage Warm 2. Ach, das sieht doch geil aus. Ja, super. Nehmen wir direkt hier drauf. Und da hier, Rico haben wir auch. Zack, gucken wir. Vintage Warm 2. Boom, ein Klickbearbeitung. Ich sag's ja. Und dann, aber vielleicht ist auch das hier besser. Dark Portrait. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Oder was haben wir hier noch für Bilder? Ach komm, hier haben wir noch so Ponyreiten. Was nehmen wir da? Vintage Warm. Boom, geht immer, sieht immer fresh aus. Vorher, nachher. Ja, wir haben sofort was rausgeholt aus dem Bild, Anpassung gemacht und das funktioniert echt sehr, sehr nice und ich mag es, wenn es simpel ist. Warum soll man so viel Zeit investieren immer, ja, wenn man es sich einfach machen kann? Coole Sache, oder? Was man mit Presets machen kann. Mich würde interessieren, ob du Presets nutzt oder eher kein Fan davon bist. Gerne unten in die Kommentare posten. Und wenn du dich für Presets und die Bearbeitung damit interessierst, dann check auf jeden Fall den Videokurs auf lernvonben.de aus. Link dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Gibt es seit knapp einer Woche jetzt. Und wie auch eben schon gesagt, in dieser Bildschirmaufnahme, all diese Presets, die ich da gerade eben benutzt habe, gibt es auch noch kostenlos mit oben drauf. Also eine echt geile Sache. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder am Sonntag. Jeden Sonntag um 12 Uhr gibt's ein neues Video. Mach's gut und niemals vergessen, sag mal Einstellung, Digga. Das sieht doch knallermäßig jetzt aus. Das haben wir ruckzuck bearbeitet und jetzt würde ich einfach die anderen Bilder, die in dieser Serie entstanden sind, ich habe ja nicht nur ein Bild gemacht, ich mache da meistens dann 20, 30, 40 Bilder, die alle also fast gleich sind, gleiches Licht, alles gleich, gleiches Model, gleich, nur der Blick verändert sich.